Heute ist endlich der Tag der Tage. Wir erfahren den Eröffnungstermin vom Avengers Campus. Herzlich willkommen zu diesem Video, was eigentlich gar nicht so geplant war. Eigentlich war jetzt etwas ganz anderes geplant, aber ja, die Ereignisse überschlagen sich. Von daher muss ich dann etwas anderes jetzt dazwischen schieben, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Endlich wurde der Termin oder das Eröffnungsdatum des Avengers Campus genannt. So, wundert euch bitte nicht. Ich werde jetzt hier zwischen meinen Zeilen, die ich euch jetzt immer so sage, immer wieder Bilder dazwischen reinblenden, die uns Disney heute zur Verfügung gestellt habt, damit ihr auch mal so ein bisschen Übersicht habt, was so alles auf uns zukommt. Das Ganze ist jetzt halt eben sehr, sehr viel durcheinander, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber genießt einfach die Bilder, die ich zwischendurch einblende, und die zeigen euch so ein paar Einblicke in das, was uns ab dem 20. Juli 2022 in den Walt Disney Studios in Paris bevorstehen wird. Ja, ihr habt es gehört, am 20. Juli ist es endlich soweit. Der Avengers Campus wird offiziell eröffnen. Und ja, ich bin gerade total aus dem Häuschen irgendwie, weil es gab ja so viele Gerüchte in der letzten Woche. Es hieß immer, jo, mal schauen, es könnte die letzte Juniwoche werden, so um den 27. Juni. Und alle haben dann schon mal reserviert und haben gedacht, okay, komm, gucken wir mal, vielleicht ist es dann wirklich soweit. Und es gäbe irgendwelche Pre-Openings und Inside-Ears-Veranstaltungen und. Das waren tatsächlich alles nur Gerüchte. Das hat es wieder bewiesen. Achtet bitte darauf, wenn ihr solche Gerüchte liest, hört einfach nicht darauf. Wartet einfach ab, bis wirklich was Offizielles von Disney kommt, was dann wirklich auch offiziell, wie jetzt heute das Eröffnungstermin bekannt gegeben wird. Das ist ganz wichtig, weil es schafft einfach nur Unsicherheit, finde ich. Ich war auch in der letzten Woche die ganze Zeit verwirrt. Am Freitag hieß es ja die ganze Zeit, wo ich ja dann im Disneyland unterwegs war, ja, heute ist der Tag der Tage, heute wird der Termin bekannt gegeben, und wir haben alle gewartet, und was kam nachmittags? Gab es ein paar neue Bilder und ein paar neue Informationen, über die ich natürlich auch schon sehr, sehr glücklich war, aber ja, es gab halt noch keinen Eröffnungstermin. Heute ist Dienstag, der 22. Mai, und heute ist es dann endlich soweit. Wie gesagt, wir haben den Termin jetzt offiziell, und joa, es ist ja eigentlich schon noch Frühsommer, ne? Also der 20. Juli ist Frühsommer, ist ein Mittwoch. Finde ich ganz ungewöhnlich, so mitten in der Woche, aber es ist ja Ferienzeit, von daher muss man dann mal schauen. Ja, was erwartet uns alles im Avengers Campus? Wir haben es jetzt schon 20.000 Mal, glaube ich, durchgekaut, aber es ist einfach so schön, oder? Es ist einfach so toll, endlich mal was Neues wieder im Disneyland Paris erleben zu können. Endlich ein neuer Themenbereich. Neue Attraktionen, neue Meet and Greets, neue Restaurants und so. Es sind einfach so viele Sachen, die auf uns aufprasseln oder zuprasseln werden, dass es einfach wirklich was ganz, ganz Besonderes ist. Ja, es werden zwei neue Attraktionen vor Ort sein. Einmal Spider-Man Web Slingers, haben wir ja schon mal gesagt. Das ist da gebaut worden, wo damals Armageddon stand. Und ja, ist so eine, wie sagen wir das, so ein 3D-Ride, würde ich eher sagen. Leute, die zum Beispiel mal im Legoland waren und dieses Ninjago gefahren sind, die diese Bewegung da kennen, ich weiß nicht genau, was man da machen muss, weil ich noch nie im Legoland war, also Schande über mein Haupt, vielleicht irgendwann mal. Ihr müsst praktisch diese Spider-Man-Bewegung machen, wenn ihr, als ob ihr Netze verschießen würdet, um Spider-Bots, diese kleinen Bots, gefangen zu nehmen, abzuschießen, keine Ahnung, um so New York City oder die Welt zu retten. Jo, es ist wieder so ein 3D-Ride, ihr bekommt auch wieder eine 3D-Brille an. Es gibt jetzt endlich Artworks, die ich euch jetzt hier mal einblenden kann, so ganz, ganz offizielle. Wenn ihr euch das vorab nehmen wollt, wenn ihr genau sehen wollt, wie das so aussieht, schaut euch einfach mal On-Rides an von Kalifornien. Da ist der Avengers Campus ja schon geöffnet. Und da gibt es natürlich auch On-Rides von Spider-Man Webslingers, weil diese Attraktion ist da auch zugange, oder könnt ihr dort finden. Als zweite Attraktion haben wir Avengers oder The Avengers Ensemble, Avengers Ensemble Flight Force. Ja, der ehemalige Rock'n'Roller Coaster wird auch wieder eröffnen als Avengers Attraktion. Die ganze Zeit haben wir ja immer gesagt, es wird der Iron Man Coaster werden, aber es wird nicht nur Iron Man dort zu treffen sein, sondern auch noch andere Avengers praktisch. Und wie wir uns das Ganze vorstellen können, wie wird diese Attraktion so aussehen, ich habe keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr wild werden, weil die Fahrt kennen wir ja, und die Fahrt haben wir alle geliebt vom Rock'n'Rollercoaster. Und ich hoffe einfach mal, dass so ein bisschen von der neuen Guardians of the Galaxy Attraktion in Disney World auch so ein bisschen Einflüsse vielleicht auch jetzt hier in Paris oder so sind, weil das ist da ja schon cool umgesetzt mit coolen Bildschirmen oder so. Also wenn ihr euch davon mal On-Rides angesehen habt von der Attraktion in Disney World, dann könnt ihr euch vorstellen, was ich meine, mit Licht, mit Bildern und so. Also ich stelle es mir schon wirklich richtig, richtig cool vor und hoffe einfach mal, dass wir da überrascht sein werden, und freue mich schon
schon auf meinen ersten Flug, obwohl Achterbahn so gar nicht mein Ding ist. Da bin ich mega aufgeregt und mega gehypt und freue mich allein schon auf Pre-Show und so, damals da, wo man Aerosmith getroffen hat in dem Tonstudio. Ich bin so gespannt auf das, was man dort jetzt trifft. Wahrscheinlich Iron Man, wie man so auf den Artworks und so gesehen hat. Aber ja, warten wir es ab, so lange ist es ja jetzt nicht mehr, nur noch knapp 8 Wochen, 2 Monate. Ja, Restaurants haben wir auch, die Stark Factory und die Pym Kitchen. Pym Kitchen haben wir ja schon gehört, das ist so ein Buffet-Restaurant, wo ihr natürlich dann Sachen euch aussuchen könnt in überdimensionaler Größe. Es wurde mir auch in dem letzten Video mal dann nochmal unter dem letzten Video erklärt, warum, wegen Schrumpfen und Ant-Man und so, also alles ein bisschen komplizierter. Schande über mein Haupt, ich bin in dieser Story überhaupt gar nicht so mit drin. Ich habe verschiedene Marvel-Filme gesehen, aber noch längst nicht alle, also... Ich bin halt nicht so dieser Cineast, ganz ehrlich. Also ich schaue ganz selten mal irgendeinen Film oder Serien oder so. Von daher muss ich das auf jeden Fall vielleicht auch noch dann, bevor der Avengers Campus dann eröffnet, nachholen. Und ja, hoffe einfach mal, dass ich dann so ein bisschen die Story verstehen kann. Aber ihr seid ja da und ihr werdet mir die Fragen bestimmt dann auch beantworten können. Und Vivi und so ist total Marvel-bewandert, von daher, also wenn ich da nicht weiter weiß, würde ich einfach sie dann fragen. Ja, die Pym Kitchen, wie gesagt, ein Buffet-Restaurant. Die Stark Factory, eher wieder so ein Counter-Restaurant, wo ihr auch wieder Snacks und sowas bekommen könnt. Ich bin wirklich gespannt, ob es so wirklich Marvel-thematisierte Snacks gibt. Ne? Also wie man das auch kennt, zum Beispiel aus Galaxy Edge, aus Disney World oder Disneyland in Kalifornien und in Disney World. Da gibt es ja so extra so thematisierte Sachen, die zu Star Wars und sowas passen. Und sowas wünsche ich mir tatsächlich dann auch für den Avengers Campus. Nicht einfach jetzt ein Burger, wo oben drauf so eine Black Widow-Symbol oder sowas drauf gedruckt ist, sondern auch, was weiß ich, so fancy Getränke, fancy Essen und so. Also ich kann mir das schon ganz, ganz gut vorstellen, dass da auch einiges kommt und bin darauf auch sehr gespannt. Also ich hätte mir zwar natürlich noch so ein richtiges à la carte Restaurant, wieder so ein bisschen was Feineres vielleicht vorgestellt, so wie Chirimi, ne? Also bei Ratatouille. Aber ja gut, bei Frozen oder so wird es dann garantiert dann auch nochmal ein Table-Service-Restaurant geben. Vielleicht warten wir mal ab. Jo, wie geht's weiter? Es wird sehr, sehr viele Meet-and-Greets geben. Ihr werdet natürlich die verschiedensten Marvel-Charaktere treffen können. Wen? Ich habe keine Ahnung. Ich blende auch jetzt wieder ein paar Bilder ein von dem, was uns Disney so zur Verfügung gestellt haben. Was es an Shows und sowas zu geben gibt oder auch wie gesagt mit den Meet-and-Greets, ich habe noch keine Ahnung, da bin ich jetzt tatsächlich noch nicht so bewandert, aber da wird natürlich einiges kommen. Eine große Frage ist natürlich immer, was ist mit dem schwingenden Spider-Man, den man aus Kalifornien kennt, wird dieser Animatronic dann auch in Paris sein? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es schon bekannt, ich weiß es noch nicht, also wenn ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst, ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich stelle es mir irgendwie so ein bisschen schwer vor bei uns in Europa, denn wir wissen das ja durch die Witterungslage und so wird das alles vielleicht ein bisschen schwierig werden. Dann kommt nachher so ein Windzug und Spider-Man fliegt über den kompletten Avengers Campus in Richtung Tower of Terror. Aber ja, warten wir es mal ab. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass da einiges kommen wird. Es wird viel Unterhaltung geben, es wird viel Street-Entertainment geben, das wissen wir ja auch schon, das haben wir schon gelesen mit diesem Marvel-Fahrzeug, was da patrouilliert durch den Avengers Campus. Dann die Meet and Greets, da werden sie sich definitiv nicht lumpen lassen, da bin ich mir auch ziemlich sicher und sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, zu guter Letzt natürlich Merchandise und Merchandise ist halt eben immer ein großes Thema. Vieles von dem Merch von Marvel kennen wir ja schon aus dem Marvel Hotel, also Hotel New York, die Art of Marvel. Da gibt es ja auch ganz, ganz viel Marvel-Merch. Aber natürlich wird es dann auch viel Merch geben, was dann speziell für den Avengers Campus gebrandet ist, wie diese Spider-Bots und alles Mögliche. Also auch da wird es wahrscheinlich wieder so viel zu sehen geben und so viel zu erleben geben, dass das wahrscheinlich wieder viel zu viel für unseren Geldbeutel ist und ja, fangt einfach mal an zu sparen jetzt schon, wenn ihr Marvel-Fans seid, denn ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der Juli, ich muss es mir jetzt immer noch so in den Kopf rufen, der Juli ein sehr, sehr teurer Monat für uns werden kann. Ja, wie ist es denn jetzt meine Planung? Werde ich direkt am 20. Juli vor Ort sein? Ich werde es definitiv versuchen, ja, kann jetzt noch nicht mehr sagen. Ich habe mir tatsächlich jetzt eben direkt mal einen Tag gesichert mit meiner Jahreskarte, weil die werden jetzt natürlich sehr, sehr schnell weg sein. Wenn ihr eine Jahreskarte habt, dieses Video seht, schaut auf jeden Fall nach, ob da noch Kontingent vorrätig ist, weil ihr könnt euch das vorstellen, dass das jetzt ruckzuck vorbeigehen wird. Ich bin natürlich dann in meinem neuen Job, muss mal schauen. In der Woche ist natürlich immer noch ein bisschen besser frei zu machen als am Wochenende jetzt in so einem Freizeitbetrieb, wo ich arbeite. Von daher könnte das schon gut klappen, dass ich am 20. Juli dann auch direkt vor Ort bin.
Wie sieht es aus mit Pre-Openings, Jahreskarten-Openings, Inside-Ears etc.? Darüber ist noch nichts bekannt. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit kommen. Es wird natürlich ein Presse-Event geben und. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt tatsächlich erstmal wissen, dass am 20. Juli der Avengers Campus aufmacht. Und wir haben jetzt wirklich so lange darauf gewartet. Und wir haben so lange immer gefachsimpelt, wann und wie und wo und wie. Und endlich gibt es ein Datum und endlich gibt es so eine feste Zeit, auf die wir uns freuen können. Es wird einfach Zeit, dass wieder in die Studios so ein bisschen mehr Leben reinkommt. Denn jetzt am Freitag und am Samstag, wo ich dann nochmal dort war, es ist schon echt so ein bisschen traurig, oder? Also man hat natürlich den Tower of Terror, man kann zu Crush Coaster gehen oder hinten zu Ratatouille oder zum Toy Story Playland. Aber das war's dann auch schon. Also es ist jetzt gar kein Park, wo ich wirklich sehr, sehr viele Stunden verbringen kann. Außer ich würde jetzt natürlich alle möglichen Shows, die Disney Junior Dream Factory und Mickey and the Magician und sowas gucken und mich dann da auch noch ewig lange anstellen. Von daher ist es einfach Zeit, dass jetzt mal Butter bei die Fische gemacht wird und da endlich mal ein neuer Themenbereich aufmacht. Es wird so Zeit, denn wirklich das letzte oder die letzte neue Attraktion, die aufgemacht hat, die so richtig neu war, war Ratatouille, und das war, glaube ich, 2014. Sehr, sehr lange her, 8 Jahre, von daher sind wir jetzt ganz happy, dass es nun endlich losgeht. Ja, Disney hat uns aber auch noch so einen kleinen Film zur Verfügung gestellt, den blende ich euch jetzt noch ein. Da könnt ihr euch noch ein paar Szenen aus dem Avengers Campus ansehen und da wird dann auch nochmal das offizielle Datum geleakt praktisch. Viel Spaß dabei und danach sehen wir uns dann nochmal kurz wieder. This is it, Recruits. The moment you've been waiting for, it's just around the corner with the opening this summer of Avengers Campus. I'm Beth Clapperton, Art Director at Walt Disney Imagineering Paris, and my mission is to give you a taste of what awaits you at Avengers Campus. It's really a unique place like you've never seen before. You'll be able to live your own story amongst Iron Man, Captain Marvel, Black Panther, and others. There's a surprise at every corner. You'll never know who you might bump into. First stop is the Worldwide Engineering Brigade, also known as WEB. Team up with Spidey and shoot your own webs to help capture the out-of-control spider-bots before they wreak havoc on the campus. The cool kids that are running the place are organizing an open house day, and you'll be able to discover the latest inventions that they've been working on. My spider sense is telling me that you might get to see a familiar face amongst them. Hey guys, I'm here at Walt Disney Imagineering working on the new Spider-Man attraction at the Avengers Campus at Disneyland Paris. I can't wait for you guys to experience this. Next, answer the call of the Flight Force at the brand new Avengers headquarters for a thrilling and high-speed chase across the galaxy and help us save our planet with none other than Iron Man and Captain Marvel. Hi, Brie Larson here. I am so excited to be reprising my role as Captain Marvel for a super thrilling attraction at Disneyland Paris in the new Avengers Campus opening this summer. Get ready to go higher, further, faster. And you'll definitely not want to miss out on the opportunity for a session at the training center where you can exercise alongside Spider-Man and Iron Man. After all this action, you might want to take a break and recharge. From Pym Kitchen to Stark Factory, you'll have plenty of choices to refuel and enjoy delicious treats. From heroic counters to the action-packed adventures, prepare to be a part of the bigger universe. So, und das war's dann auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, seid ihr direkt zum Start mit am Start und auf was freut ihr euch am meisten? Endlich ist es raus. Am 20. Juli sehen wir uns in Paris zum Avengers Campus Eröffnung oder was auch immer dann dort ist. Wir freuen uns sehr. Wenn euch dieses kurze, aber feine und so wichtige Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wenn ihr keinen Avengers Campus Content verpassen wollt, dann abonniert auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Ja, wir sehen uns in den nächsten Tagen wieder in Disneyland Paris und bis dahin, bye bye.